Der erste Schritt heißt Prozesse erfassen. Und da müssen wir erstmal komplett umdenken. Und zwar von einem vertikalen Denken. Hier ist die Abteilung, die hat darunter die und darunter ist die. Ja, Hierarchiedenken ist vertikales Denken zu einem horizontalen Denken. Welche Prozesse durchziehen horizontal die verschiedenen Abteilungen? Das kann durchaus so gehen, da ist die zuständig, dann so, so, so. Ja, das ist Prozesse erfassen. Dann die Prozesse darstellen. Organigramme, ja, das hatten wir schon. Ja, Organigramme haben wir überall. Aber Visualisieren von Prozesse, da hat die ISO erheblich zu beigetragen, weil die ISO seit 2005 auch prozessorientiert aufgebaut ist. Ablaufpläne. Ja, Ablaufpläne. Routen, ja, Abfrage, ja, nein. Ja, das sind Ablaufpläne. Das ist die Visualisierung von Prozessen. Das ist also hier das Darstellungsinstrument. Und, dritter Schritt, Prozesse steuern. Jetzt erfassen wir nicht mehr die Kosten der Abteilung, wir erfassen die Kosten des Prozesses. Wir machen eine Prozesskostenrechnung. Ja, was sind die Kosten dieses Prozesses? Und wir brauchen Kennzahlen zur Erfassung dieses Prozesses. Zeit und Kosten, ja, unsere beiden wesentlichen Steuergrößen. Und der vierte Schritt, Prozesse verbessern in Bezug auf Zeit, Informationsfluss und Kosten. Das sind die wesentlichen Dinge hier. Zeit, Informationsfluss und Kosten. Das bedeutet verbessern. Prozesse beschleunigen. Ja, wenn die Konkurrenz 3 Tage früher ausliefert als wir, denken Sie an das Beispiel Mettler Toledo mit den Wagen, ja, Wagen zum Wiegen, Sie erinnern sich an die Fallstudie, die wir betrachtet haben. Wenn die Konkurrenz da schneller ist, dann spüren wir das am Umsatz. Ja, also Prozesse verbessern bedeutet Prozesse beschleunigen, Informationsfluss verbessern und Kosten reduzieren.